genau, mehr Und so da ein kannst Tablet. du, habe ich gesehen, da kannst du, hast du da natürlich Touchscreen, kannst du da drauf zocken. Das ist so wie der PS3-Controller. Da kannst du mit dem Finger da drauf halten, wenn du einen Film schaust, kannst du das Richtung Fernseher halten, dann den Finger auf dem Bildschirm so zum Fernseher ziehen oder drücken. Und dann überträgst das Bild auf dem Pad, also auf dem Gamepad, auf dem Fernseher. Genau, das wäre möglich. Was sie auch angekündigt haben, was gehen wird, ist, dass du beispielsweise, wenn du gerade am Fernseher zockst und dann irgendwas dazwischen kommt, was weiß ich, deine Familie will, dass du jetzt aufhörst, Fernsehen zu zocken, weil die irgendwie Fernsehen gucken wollen oder sowas. Da Sprich, kannst du die wollen, auf kannst dem, du auf dem Tablet ja. weiter zocken. Das Das ist ist, finde ich, noch auch eine ganz cool. nette Idee. Die Frage ist natürlich, welcher wirklich engagierte Gamer hat nicht seinen eigenen Fernseher oder sowas für sich? Ja gut, es ist halt einfach vielleicht. Keine Ahnung, für was es ist, wenn. Vielleicht gibt es Spiele, die willst du in einem kleineren Format zocken. Aha, und ich habe gerade eine Höhle gefunden. Jetzt bin ich auch so, weiß auch mal, der Höhle gefunden hat. Ich bin am Überlegen, was man so die Truhe reinmachen kann. Was gibt's denn noch? So. Ja, so die wichtigsten Sachen. Nette Höhle hier, die ist so eine Unterwasserhöhle. Ich bin da durch Zufall gerade drin gelandet. Bist du reingefallen? Nee, ich bin so ein bisschen durch den Sumpf gerade geschwommen. Da war einfach so ein Loch, weißt du? Und das Loch, das geht richtig tief, du. Aber ich habe dafür leider keine Ressourcen, um hier jetzt drinnen zu forschen. Ich kann nicht mal das Eisen abbauen, weil ich keine Steinaxt dabei habe. Lol. Oh. Also lass es einfach sein und Sag lass mir, die wo die Höhle Höhle Mine sein. ist. Ja, hier im Sumpf, wie gesagt. Wo bist denn du? Ich bin von unserem Haus raus Richtung Sumpf gegangen. Und da gibt Sumpf. es ja dieses Sumpfgebiet hier, wo die Lianen so von den Bäumen runterhängen. Moment. Ich komme mal. Oder du Ich tippierst dich mache mir einfach zu mal eine mir. zweite Spitzhacke noch kurz. Wollte jetzt auch einfach mal ein bisschen forschen gehen, so. So, wo bist denn du? Ah, Alter, da hier bei wird den forschen. Bäumen mitten, also so links vom Feld. Ja, genau. Von der Getreidefarm links. Ja, richtig, richtig. Da bin ich gerade ausgegangen. Ach, Ich sehe verdammt, du. deinen Namen nicht. Nee, ich bin auch relativ weit weg. Also, kennst du auch dieses fette Baumfeld noch, wo wir auch neulich drin waren, hier Bäume farmen? Ja, ich bin jetzt hier wo ganz anders. Und das ist da rechts daneben, Bei ist dieses den Sumpfgebiet. vielen Birken. Ja, genau da. Da rechts daneben ist so ein kleines Sumpfgebiet. Und da Ja, ist ich bin hier. dieses. Ich habe auch, glaube ich, eine Unterwasserhöhle gefunden. Gibt es auch einen netten Teich? Sagen wir mal Teich dazu. Where are you? Irgendwo in der Pampa. Ich sammle hier nach. Oh, hier gibt es ganz viele Pilze, ey. Die sammle ich alle ein. Ach, das Schwimmen geht so lange. Ja, ne, ich habe auch vorhin gedacht, deswegen bin ich jetzt wieder an Land. Warte mal, lauf nicht weg. Ich such dich ja. Was ist denn das hier? Auch so eine komische Höhle. Ich seh dich. Hab dich gesehen. Bleib stehen. Du hättest mich einfach zu dir teleportieren können, eigentlich. Ja, du hättest dich auch einfach zu mir teleportieren können. Ich probier mal. Das Problem dabei ist halt einfach nur, dass man den kompletten Namen eingeben muss. Da gibt es so einen Mod, da muss man das nicht, aber den haben wir leider nicht installiert. Also Wie kein heißt denn Mod, du Plugin. hier? Oliver 391. Ah, ich habe 3911 gemacht. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr richtig, wo die Höhle war. Yay! Morgens! Moinsen! So, wo war denn die Höhle jetzt? Ich glaube hier in die Richtung. Das ist so ein kleines Loch gewesen. Hier? Hier sieht's Nee, doch. ein bisschen größer, ein bisschen quadratischer. Doch hier ist was. Ah, da könnte, ja, da könnte vielleicht sogar in dieselbe Höhle führen, wer weiß. Es war immer nur so ein kleiner eingestürzter Bereich. Oh, was war denn das jetzt für ein Trinken? Habe ich mir komplett an der Flasche.
festgesaugt. So, wo hast denn das den Scheiß gefunden? Ich bin hierher gekommen für den Eisen oder vielleicht auch Diamanten. Ja, nee, ist nicht. Gute Frage, wo ist das Ding hin? Ich habe schon ein paar Fackeln gesetzt, also es müsste leuchten. Jedenfalls ein bisschen, sofern das durch Wasser durchleuchten kann. Weil, bist du sicher, dass das da hinten war? Weil. Du, ich bin auch gerade am Überlegen, weil ich bin da jetzt noch ein ganzes Stück am Wasser lang gelaufen und ja, dann war es egal. Es wird langsam dunkel. Ich denke, wir sollten lieber mal zurückgehen. Ja, wäre vielleicht sinnvoller. Sonst. Komm, geh mal da rechts da an Land. Dann sind wir schneller. Umdrehen. Hier. Oder wo willst du hin? Keine Ahnung. Lol, ich habe hier wieder einen Bug. Ich sehe unter die Welt. Ja, dann hat sich die Map nicht richtig geladen. Schau mal den, der Mond da drüben rechts. Der sieht ja mal geil aus. Ja, ne, mittlerweile ist sogar schon Vollmond oder so. Keine Ahnung. Nee, noch nicht ganz. Aber es ist nahe Oh, Vollmond. Invasion der Schafe. Mäh. Klingt wie ein Horrorfilm. Invasion der Schafe. Nee, ist Dann. kein ganzer Vollmond. Ja, noch nicht ganz. Aber Oh, da das ist ein sieht Zombie. geil aus. Wo ist ein Zombie? Irgendwo. Töten! Töten! Ach, hör auf, die armen Viecher zu töten. Die haben ja noch nichts getan. Oh, Link oder so. Nee, das. Ey, das ist. Der sah aus wie einer von Kiss. Was? Ja, der. Das Skelett sah aus wie einer von Kiss. Die Band. So Achtung, Spinne angemalt. kommt! Stopp einfach, Kartoffel. Danke für die EP. Ja, Hoppala. Arsch. Wir kommen lieber rein, hör auf zu kämpfen. Hinter dir ist ein Zombie! Ja, wir können auch nichts. Das ist kein Zombie, das ist ein Skelett. Ah! Er sieht wie ein Gentleman aus. Achtung, Creeper! Ah, das war ja ein Creeper, richtig. Verdammt, ich geh jetzt rein, ich habe bloß noch 3 Herzen. Ach Gott. Tschüss. Ah, okay. Wo ist mein Brot? Alles klar, das ist. Hey, wie sieht denn der aus? Sieht irgendwie aus wie so ein Hobbit oder sowas. So, was habe ich Komischer. denn? Tinten. Ich habe einen Tintensack. Tintensack. Ja. Ich habe auch einen Sack, aber der ist nicht mit Tinte gefüllt. Meiner schon. Okay. Keine weiteren Fragen, euer Herren. Okay. So, jetzt haben wir noch 20 Minuten, die wir aufnehmen. Dann haben wir die 2 Stunden. Da fällt mir ein, Dann. ich wollte mal was ausprobieren. Wo ist denn Ah. der Lehm? I love Ice Tea. Alles So, ich gehe klar. mal wieder hier unten beschriften. Wie baut man denn so einen neuen Bottich, den es jetzt hier geben soll? Oder brauchte man dafür diese Lehmblöcke? Also gebrannten Lehm. Haben wir davon noch was? Weißt du, ob wir noch gebrannten Lehm haben? Sieht nie so aus. Ich glaube, wir haben noch Leben. Ich Ja, ich glaube, in meine der Truhe gebrannten. ganz links. Gebrannten meine ich. Keine Ahnung. Kann man den brennen? Ja, natürlich kann man. Sonst würde ich nicht danach fragen. Jetzt muss ich meine Musik wieder leiser machen. Sonst Ja, ist klar. bist du wieder zu leise. Hahaha. Moment mal, ich suche mir jetzt noch ein gutes Lied hier. Ja. Ich warte, dass mein Leben zu Ziegeln gebrannt wurde. Also mir gefällt das Textabpack. Ja, ist ja schön, wenn es dir gefällt. Mein Geschmack trifft es nicht so ganz. Doch. Aber es liegt doch einfach nur am Holz. Also hätte das Holz eine andere Textur, würde es mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ist eigentlich alles schön gemacht, außer das Holz. Richtig. Tut mir leid, Honeyball. Du bist trotzdem eine gute Let's Playerin. Ja, schaust du die? Ich schaue die ganz ehrlich nicht, aber ich gucke Ich habe es allgemein einfach abonniert, aber sonst. ich schaue sehr selten. Ich schaue generell keinen Let's Player regelmäßig, außer was ich schon, glaube ich, zweimal erwähnt habe. Suishomaru bei seiner Pokémon Nuzlocke Challenge. Also ich gucke so von den Bekannten, die ich so im Bekanntschaftskreis habe, so ein paar Projekte, die ich auch regelmäßig verfolge. Aber ansonsten nicht so viel, also so mit Leuten, denen ich nicht labere und sowas, dann gucke ich mir in der Regel auch nicht die Let's Plays an.
Von dir beispielsweise gucke ich mir Minecraft an. Das ist ein sehr gutes Let's Play von dir, muss ich sagen. Ja, der meinte? Den Gast, den du dabei hast, finde ich richtig gut. Das ist mir sehr sympathisch. Also ich finde, ich habe bei dir auch schon Minecraft geschaut und ich muss sagen, das ist das Beschissenste, das ich je gesehen habe. Also. Ja, da ist so irgend so ein Schweizer habe ich da als Gast, der ist furchtbar. Ja, der trifft so gar nicht meinen Geschmack beim Let's Play. Also der ist so unsympathisch. Also, nee, den musst du wirklich, komm, lad den aus. Das ist ein Idiot. Ja, ne, der vor allem Schweizer, was willst du mit einem Schweizer? Ja, die sprechen nicht mal vernünftig Hochdeutsch, die kennen ja nicht mal das Wort Innovation. Also, das ist furchtbar. Ja, also dass man das Wort nicht kennt, da muss man sich schon schämen. Ja, ne, sehe ich genauso. Ich ja, da muss ich mal was tun, also den muss ich dem jetzt mal feuern, glaube ich. Oder ich werde einfach ein paar Hater auf seinen Kanal schicken und dann. Ich überlege noch, was man so in die Truhe tun kann. Sag mal irgendwas, was man. Ah, nee. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Holz, das muss aufgeteilt werden. Dann ja, haben wir sehr viel Bock, Bretter habe ich eine einzige Kiste. Dann haben wir sehr viel Zeug, was die Monster so droppen. Ja, also ja, das aber auch was das für Monster-Loot. Und noch was Sand plus Sandstein, dann mache ich noch Glas. Glas brauchen wir nicht. Ja, also oft so eine Mineralienkiste wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich habe im Ganzen, also insgesamt 45 Kisten. Ich bin dann bald fertig, ne? Ich muss nur noch 8 Kisten oder so beschriften. Ja, tu das. Ich baue hier mal was. Aber das wird immer schwerer mit den Beschriften. Mein Inventory ist so zugemüllt, es ist so schlimm. Warte, 1, 2, 3, 4. Nein, noch 4 Truhen muss ich beschriften. Jetzt muss ich hier in den Truhen mal schauen, was es eigentlich noch so gibt. Oh, Essen! Fest Essen habe ich noch nichts gemacht. Ja, stimmt, so eine Futterbox. Ich meine, ich wollte hier eigentlich jetzt auch mal eine Küche oder irgendwas hinbauen, aber irgendwie habe ich da die Motivation gerade nicht für. Wo willst du deine Küche machen? Aufnahmesession. Hä? Guck mal hier. Deko! Jetzt hast du es so kaputt gemacht. Oh. Ich dachte, das braucht mehrere Schläge. Nö, nee, das ist, glaube ich, nach jedem Schlag kaputt. Das ist wie so normale Deko eben. Aber dann machen wir wenigstens mit 2 Rosen hier. Ja, habe ich auch noch 2 Rosen. Also Moment, hast du hier noch? Haben wir hier noch? Wir haben keine Rosen. Hier, mein lieber Swissy, ich schenke dir meine Rose. Oh, danke. I love you. Du musst doch einsammeln. Habe ich doch. Ah. Ist voll dran vorbeigerannt. So. Verdammt, ich habe diese Schale eigentlich da nicht mehr. Diese Schale? Ja, ich hab's, glaube ich, nicht. Nein. Warum hab ich die denn nicht mehr? Ich wollte noch ein bisschen Scheiße bauen. Mache ich jetzt mal. Warum ist denn die jetzt weg? Hä? Warum die weg ist. Die ist plötzlich nicht mehr in meinem Inventar. Ja, lol, hast du sie komplett kaputt? Nee, kann man die komplett kaputt kloppen? Die geht ja gar nicht. Hab's ja eingesammelt. Guck mal in deinem Inventar. Oh doch, ich hab ihn übersehen. Boah, ich muss noch mal zu dir rufen, jetzt war ich schon wieder draußen, ey. So, hey, bitteschön. Her mit dem Ding. Danke. Oder ein Topf ist das. Ein Topf. Blumentopf. Voll mit Liebe oder so. Halt ist es auch stinkende Erde. Keine Ahnung. Liebe oder stinkende Erde, das verwechselt man leicht mal. Was willst du eigentlich? Warum willst du eine Küche machen? Wir haben ja 3 Öfen. Ja, weiß ich nicht. Einfach nur zu Deko. Ich meine, guck mal, wir haben einen riesigen Wohnraum. Den könnte man noch ein bisschen aufteilen. Nee. Doch. Wir könnten ja so eine Häuserverbindung machen, weißt du? So, wir bauen eine Brücke zu unserem nächsten Haus oder so. Weißt du, so eine Brücke, die in der Luft ist, so eine Art. Aha. So eine, da kennen wir so eine, sozusagen eine Stadt bauen, die verbunden ist, also das, wo dann jedes Haus verbunden ist. Okay. Kreativ, oder? Klingt aber auch anstrengend. Wieso kann ich gerade keinen Pilz bauen? Ja, ist anstrengend, aber denke nicht, dass wir so schnell sterben werden. Das glaube ich prinzipiell auch nicht, also. Ich brauche noch 3 Sachen für die Kisten. Muss mal schauen, so von den edlen Waren, was ich denn so habe.
Kohle, Eisen, Redstone, Diamanten, Saphire, Lapis Lazuli. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Muss ich kurz mein Headset wegnehmen? Mein Ohr kratzen. Yeah. Ich habe keine Ahnung, warum meine Pilze nicht wachsen. Ah, jetzt ist er erwachsen, alles klar. Boah, verdammt.